Kirchberg an der Raab wurde mit einem umfangreichen Rahmenprogramm die Zone mitten im Ortszentrum eröffnet. Dieser neue multifunktionale Raum beherbergt ab sofort nicht nur die Bibliothek, sondern ist auch ein Ort für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops. Die Zone steht für einiges da. Es ist ein multifunktionaler Raum, der sehr flexibel ist, der sich ständig verändern kann. Und es gibt einen Workshop-Bereich, der genutzt werden kann von den Kirchbergern bzw. von Umgebung. Dann gibt es den Präsentationsteil. Da sollen, wie wir heute schon gehört haben, Vereinen, Künstlern, Persönlichkeiten eine Bühne geboten werden. Und da hinten ist natürlich die Bibliothek mit ihrem großen Raum bzw. der Bühne, die sich da hinten offenbart. Ja, grundsätzlich ist es ja für Jung und Alt und ich freue mich ganz besonders, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verloren haben und den gemeinsamen Weg gefunden haben. Da die öffentliche Bibliothek des Ortes mehr Platz benötigte und man gleichzeitig einen Ort für diverse kulturelle Veranstaltungen schaffen wollte, wurde die Idee der Zone geboren. Von Mai bis September 2021 wurde der Raum mit vielen freiwilligen Helfern umgebaut. Nun darf man sich über ein modernes Kulturzentrum freuen. Ich kenne den Raum ja schon sehr lange. Und ein Anliegen von mir ist sowieso, immer wenn ich anfange, irgendwo Architektur zu machen oder Design zu machen, dass man so viel als möglich von Substanz übernehmen kann. Und diese Räume, diese Einrichtung da, die war ja schon da, wie es noch ein Textilgeschäft war. Das habe ich genutzt, das wollte ich nutzen. Also die Zone mit einer Reise zu vergleichen, ist vielleicht daher gesehen, dass man im steirischen Saison auf die Roas geht. Also man geht viel herum, man muss viele Wege erledigen, damit man an sein Ziel kommt. Und das war genauso bei der Zone, weil das ursprüngliche Konzept ja eigentlich nicht so einen Anklang gefunden hat bei der Gemeinde kostenmäßig. Und das, was wir uns vorgestellt haben, bei den Zoneverantwortlichen nicht so gut angekommen ist, haben wir wirklich viele Wege erledigen müssen, viele Wege gehen müssen, damit man endlich an das Ziel gekommen ist, was jetzt in perfekter Form dasteht. Den Startschuss der feierlichen Eröffnung machten 200 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Kirchberg, die mit einer Bücherschlange die Medien der Bibliothek an den neuen Standort siedelten. Abends lud man zur feierlichen Eröffnung, wo man den Gästen den multifunktionalen Raum präsentierte. Ja, ganz wichtig, freiwillige Helfer, das ist das Herzstück einer Gemeinde, weil wenn die freiwilligen Helfer und Akteure in der Gemeinde leben, dann ist es auch eine aktive Gemeinde. Man wünscht eigentlich für die Zukunft Leben. Leben in dieser Zone, dass es erfüllt wird und dass dementsprechend viele Personen hierher kommen und einfach Interesse finden an dem, was geboten wird. Von Kultur beginnend, von Ausstellungen bis zu den Büchern, wo ja die junge Generation jetzt heute auch die Bücher übersiedelt hat, die letzten mit dieser Bücherstraße, die heute gemacht wurde. Da wurde schon Gusto gemacht, dass Aktivität entsteht und mit dem Programm, das das Team der Zone aufgestellt hat, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam Kirchberg erfolgreich in die Zukunft führen. Den Abschluss des Eröffnungswochenendes bildete ein buntes Straßenfest im Ortszentrum. Die Zone Kirchberg feierte dabei die musikalische Eröffnung und den Tag der offenen Zonentür. Naja, dass das Angebot angenommen wird, keine Frage. Und dass die Kirchberger genauso glücklich sind, wie wir glücklich sind, dass das gelungen ist. Die Zone Kirchberg ist eröffnet und präsentiert sich ab sofort als zentraler Ort für viele Menschen und Möglichkeiten.